Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Ja, mit der nächsten Ever After High Puppenreview. Das ist eigentlich erst das zweite Mal, dass ich sowas mache. Also seid noch ein bisschen nachsichtig mit mir. Und zwar geht's um eine von den neuen Basics und zwar um tada, Duchess Swan, die Tochter der Schwanenkönigin. Und ja, also ich habe sie jetzt hier in so einer sitzenden Position, weil sie in meinem Regal halt sitzt. Und ja, ich würde mal sagen, schauen wir uns einfach mal an. Erst einmal, oben natürlich am Kopf hat sie hier diesen wunderschönen Kopfschmuck mit ja, Blüten und Federn. Und hier ist auch noch eine kleine Perlenkette obendran. Dann ist ihr Haar ist in so einem ja, ziemlich dicken Haarschopf zusammengebunden. Und wie man auch sehen kann, hat dann so weiße und violette Strähnen drin und ihr hat sie dann noch so eine gesonderte schwarze Haarsträhne mit ein bisschen Farbe auch drin. Das ist dann auch mit einem von diesen kleinen Plastikbändern hier am Oberarm befestigt. Das habe ich jetzt noch nicht abgemacht, weil ich fand, das saß so eigentlich ganz gut. Ihr Gesicht, muss ich sagen, finde ich, sieht sehr hübsch aus. Dafür, dass sie ja nicht unbedingt so ein wahnsinnig sympathischer Charakter ist, guckt sie ziemlich lieb und ihr Augen-Make-up ist, sag ich mal so, ziemlich auffällig. Also, wenn man es nicht genau erkennen kann, sie hat braune Augen. Ansonsten keine besonderen Merkmale. Dann ihre Ohrringe sind so kleine, ja, wie so kleine Schwanenfedern. Und dieses ganze Schwanen und auch, da sie auch Balletttänzerin ist, das setzt sich auch alles in ihrem Outfit fort. Also man hat hier einmal ihre kleine schwarze Halskette. Dann ihr Outfit hat so ein bisschen was von einem Ballettkostüm. Und hier drauf kann man auch sehen, hier sind ja, Schwanenfedern und Sterne. Und hier ist halt auch mit so ein bisschen Tüll verziert. Also wie halt richtiger. Wie ein richtiges Ballettoutfit und um ihr Oberteil hat sie dann noch diese schwarze Corsage, was ich auch sehr interessant finde. Hier auch nochmal von der Rückseite her. Dann ihr Ring, den sie hier trägt, das kann ich ehrlich gesagt auch nicht ganz so genau erkennen. Es sieht aus wie so eine kleine Blüte oder irgendwie sowas oder wie so kleine Blütenblätter, vielleicht sind es auch kleine Schwanenflügel, das kann auch sein. Und dann hat sie auf jeden Fall hier auch noch ein Armband am anderen Handgelenk, wo auch ein kleiner Schwan drauf zu sehen ist. Dazu noch die passende Handtasche. Handtasche muss ja sein, ne? Wo Frau alles reinpackt, was man so braucht. Ja, Netzstrumpfhosen. Und ja, die unvermeidlichen üblichen Plateauschuhe mit. Ja, mit Schleifen dran und auch hier vorne sind, ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann, hier vorne sind auch noch so schwarze Schleifen auf die Schuhe aufgeprägt und haben so ein richtiges, ja, richtiges verschnörkeltes Muster. Ne? Also richtig, richtig schön, muss ich sagen. Also ich finde sie sehr, sehr hübsch gemacht, muss ich sagen. Und sie hat natürlich auch ihr Tagebuch dabei und wie man unschwer erkennen kann, sie ist ein Royal. Auch wenn sie mit ihrem Schicksal, ihr wisst ja, Schwanensee, ne? Odette, ihre Mutter, muss den Rest ihres Lebens als Schwan verbringen. Und da ist Duchess nicht so wahnsinnig von begeistert. Und deswegen versucht sie ja anderen Royals ihr glücklich bis ans Ende irgendwie streitig zu machen. Und versucht auch irgendwie Applewhites Einfluss unter den Royals irgendwie zu ihren Gunsten zu drehen. Also. So wahnsinnig sympathisch ist sie halt nicht, aber naja, Schwäne werden ja allgemein immer als ein bisschen eitel bezeichnet. Aber auf jeden Fall, eine Bürste ist natürlich auch bei ihr dabei und ein Ständer natürlich auch. Aber da ich die wenigsten von meinen Ever After High Puppen mit dem Ständer bei mir im Regal stehen habe, ist der erstmal in einer gesonderten Kiste und deswegen sitzt sie einfach nur so auf dem Regal. Deswegen halte ich sie jetzt auch die ganze Zeit nicht, dass ihr euch wundert. Als wäre jetzt nichts dabei. Also Bürste und Ständer sind auch dabei. Aber die Bürste muss ich auch sagen, der Haarschopf sitzt so eigentlich, wie er ist, ziemlich gut. Also ich möchte ehrlich gesagt auch nicht dabei gehen und den jetzt irgendwie auseinanderfriemeln.
Und solange das so hält und so sitzt, bin ich damit eigentlich auch voll und ganz zufrieden. Ja, gut, bisher scheint es irgendwie noch keinen Hinweis darauf zu geben, dass die restlichen Basics, die ja jetzt neu da sind, auch noch hierher kommen. Also ich habe jedenfalls noch nichts davon mitgekriegt. Ich hoffe es, wenn nicht anders, dann müssen wir wohl doch den Umweg übers Ausland irgendwie gehen. Und das, naja, wird dann natürlich ein bisschen mehr ins Geld gehen, alleine schon wegen den ganzen Versandkosten. Denn das muss ich ehrlich mal sagen, gerade wenn man sich Sachen aus den USA zum Beispiel bestellt, also die Auslandsversandkosten aus den USA sind mittlerweile echt derb. Also das ist echt extrem. Also das ist jetzt ein paar Jahre her, dass die amerikanische Post ihre Portokosten so erhöht hat. Und das ist echt schon manchmal nicht mehr so ganz feierlich, wenn ich irgendwie für ein einzelnes Paket $30 Versandkosten zahlen muss, dann denke ich auch manchmal so, okay, ja, wir Europäer haben es ja, ne? So ungefähr. Aber wie dem auch sei, wir werden einfach abwarten. Ansonsten durchforstet man halt das Internet und versucht irgendwelche billigen Angebote zu finden. Dann bleibt halt nichts anderes übrig. Also sie ist auf jeden Fall wunderschön. Ich bin happy, sie gekauft zu haben. Und ja, wenn ihr vielleicht auch auf Duchess Swan steht, ich meine, klar, irgendwelche fiesen Charaktere muss es in jeder Serie geben. Und ein bisschen nachvollziehen kann man es natürlich auch. Ich meine, klar, wer möchte den Rest seines Lebens schon als Schwan verbringen? Aber naja, solche Charaktere braucht man halt auch. Ich würde mal sagen, vom Aussehen ist es so ein bisschen die Alexis in Ever After High. Wer vielleicht noch Denver Clan kennt, der weiß, worauf ich hier anspiele, ne? Okay, ja, das war meine Review zu Duchess Swan. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Kommentare habt, ihr wisst ja, in die Kommentarbox hinein. Und ja, ich hoffe, dass ich euch bald weiteres von Ever After High zeigen kann. Mal sehen, was sich jetzt im Juli in der Sache vielleicht tut. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben, und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.